NBBL Viertelfinale. Wir suchen die Teilnehmer fürs Top 4. Noch ist alles offen. Sicher ist, es findet am 16. und 17.05. in Hagen statt. Sehen könnt ihr es entweder im Livestream auf nbbl-basketball.de oder hautnah in der Halle. Tickets gibt's auf phoenix-hagen.de. Jetzt zum Treffen zweier Titelkandidaten in der NBBL. Güßbach gegen Bayern wird euch präsentiert von bballprocoach.de. Spitzenspiel stand drauf und das war auch drin. Güßbach legt los wie die Feuerwehr und immer wieder mit Leon Kratzer. Hier nach schönem Entry Pass und dem Dank über die Verteidigung. Bayern hat am Anfang Probleme, kommt aber durch einen Dreier von Sebastian Schmidt endlich auch in Bamberg an. Er wird Topscorer der Gäste mit 19 Punkten und 4 Rebounds. Back to the big guy. Leon Kratzer findet im ersten Viertel Spaß daran, über die Münchner zu danken. Hier packt er den zweihändigen Putback aus und lässt es richtig krachen. Auf der anderen Seite kommt Kareem Jello von der Bank und hält München im Spiel. Hier der schöne Crossover gegen Moritz Sanders und der Layup am Ende. Habe ich erwähnt, dass Leon Kratzer Spaß daran hat zu danken? Hier kommt noch einer. Puh, der war mit Autorität. Güßbach führt nach dem ersten Viertel mit 26 zu 14. Im zweiten Viertel kommt Bayern immer besser ins Spiel. Kareem Jello legt den Ball erst schön ab, sammelt dann den Fehlwurf ein und legt ihn rein. 13 Punkte, 7 Rebounds macht er im Spiel. Bei Güßbach fängt ein anderer Feuer. Kevin Jefferson macht jeden seiner 13 Punkte im zweiten und dritten Viertel und versenkt hier den Dreier aus der Ecke. Auch Dejan Kovacevic kommt für Bayern immer besser ins Spiel und vernascht hier Moritz Sanders mit dem Dribbling durch die Beine. 10 Punkte, 9 Rebounds am Ende für ihn. Tja, leider war Kevin Jefferson aber heiß gelaufen. Er versenkt noch einen aus der Ecke und hält so den Abstand für Güßbach. Zumindest fast. Bayern scoret etwas öfter unter dem Korb als Güßbach von außen und kann so auf 8 Punkte verkürzen. 39 zu 31 zur Halbzeit. Thibaut Tarrasch bleibt in der ersten Halbzeit unauffällig, versenkt aber hier den Dreier und wird am Ende Topscorer mit 19 Punkten und 10 Rebounds. Güßbach führt wieder mit 10 vor dem letzten Viertel. Und hier legt wieder Leon Kratzer los. Erst der Tippen auf der einen Seite und dann der Block auf der anderen. Insgesamt 6 Stück verteilt er davon im Spiel. Aber Bayern gibt natürlich nicht auf. Sie starten einen Run und machen das Spiel wieder eng. Erst der Dreier von Sebastian Schmidt und dann lässt es Richard Freudenberg krachen. Und schon ist Bayern wieder auf 3 Punkte dran. Güßbach hat aber die passende Antwort. Moritz Sanders macht 11 Punkte und holt 7 Rebounds und versenkt hier den richtig wichtigen Dreier 90 Sekunden vor Schluss. Güßbach plus 6. Ein Ass hat Bayern aber noch. Sebastian Schmidt trifft 30 Sekunden vor dem Ende den Anschlussdreier und bringt Bayern sogar auf einen heran. Wird's dann nochmal hektisch? Nein. Güßbach bleibt cool und versenkt die Freiwürfe. Thibaut Tarrasch macht es klar und versenkt die letzten beiden zum 74 zu 68 Endstand. Ausgleich in der Serie. Entscheidungsspiel ist am Sonntag um 15 Uhr in München.